Guten Morgen, ich liege wieder im Bett. Und zwar hätte ich heute Morgen schon wieder um 6 Uhr den Flieger nach Frankfurt haben müssen. Aber der ist gestern Abend noch annulliert worden. Annulliert, also nicht mal irgendwie verspätet oder so, sondern wirklich gestrichen. Und da habe ich bei der Lufthansa angerufen, dreiviertel Stunde erstmal in der Warteschleife. Echt gestern Nacht noch alles so, was soll ich jetzt tun? Ja, ich könnte mit der Bahn fahren. Mit der Bahn hätte ich um 0.38 Uhr in der Nacht losfahren müssen, damit ich dann morgens so da bin, dass ich zu dem Meeting kann da in Frankfurt. Klappt jetzt leider nicht. Mist. Also was mache ich? Ich habe mich wieder ins Bett gelegt, erstmal geduscht und alles schön gemacht. Und jetzt habe ich mich ins Bett gelegt und jetzt habe ich meinen Laptop hier im Bett und jetzt werde ich nämlich schön Büroarbeit machen, was ich sonst irgendwann irgendwie irgendwo mal zwischendrin gemacht hätte. Wunderbar. Wie süß ist das denn hier? Der Kater im Vordergrund und das Reh im Hintergrund. Ach, und ich werde schon wieder sentimental. Das werde ich in der Stadt auch nicht mehr erleben, ne? Na gut. Mensch, jetzt ist schon Mittag. Ich habe den ganzen Vormittag schon wieder am Rechner verbracht. Habe natürlich noch nichts gegessen, habe natürlich noch nichts getrunken. Ihr habt recht, ich trinke auch zu wenig. Ja, hier, da, so, jetzt trinke ich endlich mal. Ne? Trink. Dafür war eben die Post da und hat was mitgebracht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Tada! So, mein erstes Experiment hier mit der Firma Live Plus. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. So, das hat mich jetzt gekostet, hier, 171,47 für das Zeugs, Nahrungsergänzungsmittel und irgend so ein Shake. Ich lese mir das jetzt mal alles durch, ich mache das jetzt einfach mal und mal gucken, was denn so passiert, ne? So in der nächsten Zeit mit mir. Ja, diese Firma, die möchte auch, dass jeder, der einmal diese Produkte gekauft hat, dann selbst auch diese Produkte verkauft. Und da bieten sie ganz schön viel an, also ich kann hier richtig, ja, Geschäfte mitmachen und damit als Teilzeit oder sogar als Vollzeit Live Plus Mitarbeiterin sponsoren oder wie auch immer das nennt. Ja, spannende Sache, das ist so, ich weiß nicht, heißt das Schneeballsystem oder wie auch immer das heißt, und ich bekomme dann eben von jedem, der über mich diese Dinge bezieht, eben wieder irgendwelche Prozente und über die darüber hinaus und so weiter und so fort. Ja, davon gibt es ja wirklich Tausende von diesem Programm. Spannend, vielleicht sollte ich sowas auch mal machen, ob sowas funktioniert. Mittagessen, ich habe mir jetzt ein, es sollte eigentlich Spiegelei werden, aber daraus ist dann doch mehr Rührei geworden gemacht. Und ich nehme jetzt hier dieses komische, was auch immer, und nochmal was auch immer, und dann hier noch so eine Fischölkapsel, so eine Omega-3-Fett-Geschichte. So, Prost! So. Büro habe ich für jetzt erstmal fertig. Ich mache mich jetzt nochmal auf die Socken und fahre nochmal zu Ikea. Meine Güte, ja, ich bin jetzt voll im Ikea-Rausch. Und weil ich ja Hunger habe, habe ich mir jetzt hier diesen Shake gemacht, diesen Schokoshake. Und der schmeckt sogar gut. Ha, bin begeistert. Ich habe gerade meine Küche gekauft und jetzt guckt doch mal diesen Bon an. Habt ihr sowas Langes schon mal gesehen? Das ist meine Küche. Heute ist Ikea mal wieder mit Hotdog. Jetzt habe ich schnell noch eingekauft. Und zwar tolle Himbeeren und tolle Blaubeeren und tolle Melone. Also ich habe heute so richtig gesund eingekauft. Keine Kohlenhydrate, obwohl das ist doch auch Kohlenhydrate, oder nicht? In Obst ist doch auch total viel Zucker drin. Wie dem auch sei. Ist ja auch wurscht, also jedenfalls fühle ich mich gut. So, und jetzt fahre ich schnell nach Hause. Und wie immer Stau. Juhu, juhu, ich liebe Stau. Dafür habe ich jetzt die Himbeeren schon alle aufgegessen. So, Stau ist aufgelöst und ich habe während des Staus nicht nur die Himbeeren aufgegessen, sondern auch noch, guck mal hier, habe ich so weggeknabbert, so. Und mein ganzes Gesicht war völlig voll, aber es hat Spaß gemacht. So. Uiuiui. Bei uns gibt es heute Abend Sushi. Nicht selbstgemacht, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Aber hier, das sieht doch echt lecker aus, hier, dieses ganze Lachsgedöns. Hat aber auch viel Kalorien, ne? Aber ist doch auch gesund, oder? So, ich liege im Bett. Ich bin total K.O. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich die letzten Nächte immer so wenig schlafe. Und jetzt bin ich so müde,
dass ich jetzt schon ganz früh im Bett liege. Ich werde jetzt noch ein bisschen was lesen oder ein bisschen Fernsehen gucken. Ich habe eben noch schön die Sushis da aufgeschlabbert, aber nicht alle. Das wird man echt pappsatt von diesem Reis. Und dann habe ich noch meine Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ja, und das war's. Also ich glaube, ich war heute recht anständig, oder? Ach, und vielen Dank übrigens weiterhin für eure tollen Tipps. Das ist echt klasse. Ich lese mir das alles durch und ich versuche ja auch nach wie vor alles zu beantworten. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich es mal nicht immer schaffe. Vielleicht schaffe ich es heute auch nicht mehr. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas. Ich möchte jetzt einfach nur noch liegen. Ich will hier nur sitzen. Geh doch mal raus. Ich will nur sitzen. Ich wünsche dir gute Nacht. Bis denn. Ciao.